Hallo und herzlich willkommen, Mario hier von Mr. Online Marketing. In diesem Video wird es um den Facebook Pixel gehen. Ich zeige dir, wie du den Facebook Pixel einmalig einrichten kannst für deine zukünftigen Werbekampagnen und erkläre dir auch ganz kurz, was es denn damit auf sich hat. Denn der neue Facebook Pixel hat genau drei Funktionen. Ja, du hast einmal die Möglichkeit, Ergebnisse zu tracken, also tatsächlich zu schauen und zu messen, was es für Ergebnisse gebracht hat. Du kannst deine Werbeanzeigen optimieren. Das heißt, Facebook versucht automatisch, wenn du zum Beispiel vorgibst, ich möchte Leads generieren, E-Mail-Adressen sammeln, Verkäufe generieren, Webseitenbesucher generieren oder einfach nur Engagements, also Reaktionen auf deine Werbeanzeigen, dann optimiert Facebook automatisch deine Werbeanzeigen für die jeweilige Zielgruppe, die du eben ausgespielt hast. Und zu allerletzt hast du die Möglichkeit, wirklich ganz genaue Zielgruppen festzulegen anhand der Ergebnisse und Reaktionen auf deinen Facebook-Pixel. In einfachen Worten oder in einer einfachen Metapher erklärt, funktioniert das wie folgt. Also ich gebe dir einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast Geburtstag am Sonntag und möchtest deine 20 besten Freunde einladen. Dann hast du jetzt genau zwei Möglichkeiten. Du kannst erstens einen Heizluftballon mieten, ganz nach oben in die Luft steigen und 10.000 Einladungskarten runterwerfen, wo genau deine 20 Freunde draufstehen und hoffen, dass du genau deine 20 Freunde triffst, damit ihr Bescheid wissen, dass Sonntag der Geburtstag stattfindet. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, du erstellst 20 Postkarten oder 20 Einladungskarten für genau die 20 Leute, die du haben möchtest und sendest ihnen dann per Post diese Einladungskarte an deren Adresse und erreichst dann genau diese 20 Leute. Ja, welche Variante wählst du natürlich? Variante 2, weil die viel effizienter und ja, einfach auf die Zielgruppe maßgeschneidert ist. Und genau das kannst du mit einem Facebook-Pixel auch tun. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, diese 100 Menschen waren schon mal auf meiner Webseite, die waren schon mal auf meinem Blog und genau die möchte ich nochmal ansprechen, kannst du das eben hier über eine Zielgruppe später mit dem Facebook-Pixel tun. Im ersten Schritt müssen wir allerdings erstmal einen Facebook-Pixel erstellen und das funktioniert wie folgt. Ich bin jetzt hier bei Facebook eingeloggt und habe jetzt bereits hier Ads Manager ausgewählt. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, damit es wirklich klar und deutlich ist. Also ich bin jetzt hier im eingeloggten Facebook, klicke jetzt hier auf mehr Anzeigen, damit mir diese Option hier angezeigt wird und hier unten finde ich zum Beispiel Werbeanzeige. Wenn ich noch keine Werbeanzeige erstellt habe, dann öffnet sich erstmal hier dieses Fenster und ich bekomme hier die Unterstützung. Allerdings brauche ich das jetzt hier erstmal nicht, denn ich überspringe das Ganze, indem ich jetzt hier links oben auf diesen Reiter klicke. Jetzt hat das hier beim ersten Mal war das nicht anklickbar, deswegen probiere ich es ja noch einmal. Genau, und dann kann ich hier draufklicken auf Werbeanzeigen Manager. Na, das mag er nicht, wahrscheinlich weil es die erste Kampagne ist. Also ich müsste jetzt erstmal hier eine Testkampagne anlegen, was ich gar nicht möchte. Sondern ich möchte jetzt, okay, cool. Also wenn ich jetzt hier links unten, habe ich jetzt gerade auf Schließen geklickt, damit ich dieses Blabla hier überspringen kann. Denn ich möchte in diesem Video eigentlich nur zeigen, wie das Ganze hier mit dem Pixel funktioniert. So, also ich bin jetzt hier im eingeloggten Facebook-Werbekonto. Du hast gesehen, das ist das Menü, was normalerweise erscheinen sollte, wenn du bereits Werbeanzeigen erstellt hast. Falls du keine Werbeanzeigen erstellt hast, dann kannst du das hier einfach überspringen mit dem X links hier unten und dann landest du auch genau hier in diesem Menü. Anschließend kannst du hier oben auf diesen Reiter gehen und das Ganze hier aufklappen und wählst hier den Menüpunkt Pixel aus. Und dann sind wir jetzt hier da, wo ich gerade eben gewesen bin, als ich das Video gestartet habe und kannst hier auf Pixel erstellen klicken, womit wir jetzt hier unseren Facebook-Pixel erstellen können. Wie das Ganze heißt, das spielt keine Rolle. Du kannst dir da einfach frei was ausdenken und klickst dann weiter. Ja, damit hätten wir jetzt hier einen Facebook-Pixel erstellt und damit kommen wir jetzt schon zum zweiten Schritt, zum Einbau. Der Facebook-Pixel-Code ist ein HTML-Code und den müssen wir auf unserer Webseite integrieren. Ja, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können das hier über integrierte Lösungen machen oder wir kopieren uns einfach den Code und fügen diesen auf unserer Webseite ein. Ich mache jetzt mal diesen zweiten Schritt. Das wäre dieser Code.
Und diesen Code müsste ich dann an meinen Webmaster weiterleiten, wenn ich da jemanden habe, der für mich meine Webseite verwaltet. Oder ich mache das eben selber. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch genau hier in diesem Video. Ich habe diesen Code jetzt einmal kopiert in meine Zwischenablage, klicke hier auf Weiter. Die Event-Codes kann ich im ersten Schritt erstmal überspringen. Das ist alles für später relevant und später kann ich das Ganze nochmal prüfen. Hier ginge es nochmal zu einer E-Mail-Anleitung, die brauche ich allerdings nicht, weil ich das Ganze jetzt selber einrichten werde. So, jetzt werde ich das Ganze einfach mal testen und schauen, ob das Ganze soweit funktioniert hat, indem ich meine Webseite mr.onlinemarketing.de aufrufe, wo ich den Pixel gerade eben hinterlegt habe. Ich habe hier auch gleichzeitig das Tool Facebook Pixel Helper im Einsatz. Wenn du auch Google Chrome Browser Nutzer bist, dann kannst du dir das auch eben holen. Es ist ein sehr cooles Plugin, das nennt sich Facebook Pixel Helper, kann ich nur empfehlen. Wenn du Firefox nutzt, dann gibt es da bestimmt auch Alternativen. Also ich nutze nur Chrome, da gibt es eben dieses Plugin. Können wir mal eben schauen. Firefox, da gibt es sowas auch. Also das gibt es wahrscheinlich hier auch für mehrere Browser. Gut, hier heißt es Pixel Perfect, also da gibt es hier schöne Alternativen. Und dieses Plugin zeigt mir dann an, ob mein Pixel tatsächlich auch geladen ist. Und wenn das hier der Fall ist, dann gibt es hier so ein grünes Häkchen. Ich hatte ja gerade so eine ID mit 6.0 irgendwas und das Ganze hier hat soweit funktioniert. Wenn ich jetzt hier kein Plugin verwenden möchte, warum auch immer, habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze unbequem zu testen, indem ich einfach hier Rechtsklick mache, Seitenquelltext anzeigen und meine Pixel-ID-Nummer hier suche. Wichtig ist, diese Pixel-ID niemals zu verwechseln mit der Facebook-Account-ID. Da gibt es zwei verschiedene Nummern. Also es gibt einmal eine Nummer für den Pixel und einmal eine Nummer für dein Werbekonto. Deswegen da nicht ausflippen, falls du dann diese Nummer von deinem Werbekonto nicht hier wiederfinden solltest. Du findest hier nur die Pixel-Nummer. Ja, das ist also der Fall. Der Pixel-Helper sagt ja, der Quelltext sagt auch ja. Und wenn ich mir jetzt trotzdem unsicher bin, welche ID da jetzt angezeigt werden sollte, weil ich habe ja zum Beispiel auch jetzt zwei Pixel hier angebaut und jetzt unsicher bin, ob es der richtige Pixel ist, dann kann ich jetzt hier nochmal zurückgehen in den Werbeanzeigenmanager von Facebook, wähle hier wieder diesen Reiter aus, gehe hier auf alle Tools und klicke nochmal auf Pixel. Und was du dann siehst, ist hier rechts, nachdem du die Webseite aufgerufen hast, sollte hier auch der Pixel erscheinen. Das Ganze sollte auch grün leuchten. Hier siehst du auch nochmal den Unterschied. Hier links oben ist die Werbekonto-ID, die fängt hier mit 1411 an. Und hier findest du die Pixel-ID, die mit 6900 beginnt. Das sind zwei unterschiedliche Nummern und wichtig ist, dass diese Nummer hier später auf deiner Webseite auftaucht. Entweder hier im Pixel Helper, das ist der Fall, oder im Quelltext, wie ich dir das eben hier gezeigt habe, hier unten, das passt soweit. Ja, damit hätten wir den Pixel eingebaut. Vielleicht noch dazu gesagt, dieses Menü hier, das siehst du erst, sobald du den Pixel einmal aufgerufen hast und ganzen mal 2, 3 Sekunden Zeit gegeben hast. Wenn der Pixel nämlich nicht aufgerufen ist, dann bekommst du weitere Hinweise, den Pixel einzurichten. Wenn du also noch Hinweise bekommst, den Pixel einzurichten, weißt du, du bist irgendwie auf dem falschen Dampfer, musst da nochmal ran. Und so sollte das dann aussehen, wenn du das Ganze korrekt eingerichtet hast. Du hast ja auch nochmal die Möglichkeit, dir den Pixelcode zum Beispiel anzeigen zu lassen, wenn du das Ganze auch nochmal auf anderen Webseiten einbinden möchtest, wie zum Beispiel Leadpages, Funnel Cockpit oder externen Webseiten oder Plattformen. Du kannst dir auch nochmal die Nutzung anzeigen und so weiter. Aber das war's. Das wäre es hier erstmal soweit zum Thema Facebook Pixel und wie man das Ganze dann bei WordPress, speziell Optimize Press, einbaut. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir einfach einen Daumen da. Schreib gerne in die Kommentare, wenn da noch Fragen zu sind. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit vielen weiteren Videos von mir. Dein Mario von Mr. Online Marketing.